So, herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Jawolla, jawolla. Was soll ich denn sagen? Ja, ich habe noch keine Musik eingefügt, aus dem Grund, weil ich auch so großartig noch gar kein Feedback von euch bekommen habe, ob ihr das gerne möchtet oder nicht. Und vergesst bitte nicht, mir zu schreiben. Einer hat schon geschrieben mit dem Scania, was wir für einen LKW uns kaufen sollen später. Wäre sehr cool, wenn ich darüber ein Feedback noch mehr bekommen würde. Wäre auf jeden Fall geil. So, wir wollen einen neuen Auftrag. Wir waren schon in Kiel und wir waren schon in Rostock. So, und wir suchen jetzt von Kiel nach Hannover. Warum sind wir denn in Kiel? Wir sind doch eigentlich in Rostock. Ach Quatsch, wir haben ja hier noch den anderen. Von Kiel nach Bremen, von Kiel nach Rostock. In Rostock waren wir schon. Ich bin der Meinung, wir fahren nach Bremen. Jawolla, in Bremen. Ja, 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 ja. Da fahren wir hin. Auftrag annehmen. Ab geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Meine Festplatte, die macht mich schwach. Die macht mich schwach. Ja, so richtig schwierig schwach. So, ab geht's. Wir haben den UPS-Hänger natürlich schon dahinter. Wintermob ist weiterhin drauf. LKW brummt. Ab geht's. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen umgucken. Da kommt nichts. Und ab geht's. Wir müssen viel weiter rüber. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, an die weiße Linie. Und natürlich darauf aufpassen, dass wie heißt es? Dass ich nicht wieder ausrutsche, genau. Ich hoffe, dass ihr mir noch ein bisschen Feedback gibt mit dem was wir wirklich für einen LKW kaufen sollen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Na, wir nehmen mal zwei Gänge hier. Ja, 50 sind schon mal erlaubt. Und mal gucken, hier mal Licht anmachen. Ja, mal hier das Display umstellen. 54, boah, ist ganz okay. Ich glaube, dadurch werden sie uns nicht blitzen bei wegen 4 km/h. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Na, ihr habt da vorne grün, ja. Wir wechseln mal die Fahrbahn. Jetzt sind 90, dann dürfte eigentlich, so wie ich weiß, 70 erlaubt sein. Und jetzt sollten wir erstmal... Komm da vorne, mach Gas. Ich hoffe nur nicht, dass wir wieder hier... Der Blinker geht manchmal nicht aus. Ja, ihr könnt mir ja auch zum Beispiel mal schreiben, was ihr so für Mods benutzt. Ob man dann zum Beispiel... Ich sage jetzt einfach mal, weil der... Weil bis jetzt führt ja... Würde ja in dem Sinne Scania führen. Und ob wir dann uns dafür später einen Mod drauf machen sollen, wie der Scania auszusehen hat. Ich glaube aber, das braucht man vielleicht auch gar nicht unbedingt so. Auf jeden Fall hat das Ding hier schon ganz schön Power. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Oder doch nicht? Boah, komm hoch da, alte Zwiebackfräse. So, volle Bölte. Müssen wir schlafen unterwegs. 10 Stunden sind wir ausgeruht und wir haben 3 Stunden Fahrzeit. Ich hoffe, dass wir das gut hinkriegen in den 15 Minuten. Ja, ich werde immer hinter das Video schreiben, wo die Fahrt hingegangen ist. Ich glaube, dass es ganz okay ist, wenn wir das immer so schreiben.
Ich hoffe, dass der Bulli jetzt an uns vorbeigeht langsam mal. Da kommt keiner links. Dann gehen wir rüber. So, wollen wir mal die 90 erreichen. Ja, ich fahre immer noch mit Tastatur. Mal gucken, wir gehen noch 2 km mehr. 88, okay. Fahren wir halt 88. Ist top, passt schon. Irgendwas wollte ich euch unbedingt erzählen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme gar nicht drauf, da ist frei. Na, ich werde den linken Spiegel mal wieder einblenden. Könnt ihr mir ja auch schreiben, ob wir den weglassen sollen oder einblenden sollen, ob ich mehr mit der Maus in dem Sinne dann so steuern soll, wo ich das sehr schwer finde, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, wenn ihr das so haben möchtet, werde ich das natürlich machen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich mich hier gleich drehe, ne? Haben ja einen fetten UPS-Hänger drauf und wir fahren schon wieder im Dunkeln. Och Mann, ey, ich möchte lieber bei Tags fahren, ey. Ja, was gibt es sonst, was man zählen kann? Ja, dass ich zurzeit wirklich gut Feedback bekomme von euch und dies und jenes. Schreibt mir ein bisschen mehr unter dem Euro Truck Simulator wirklich bitte, Leute, was ihr wirklich kaufen wollt für einen LKW. Mir bringt es nichts, wenn ich sage jetzt einfach mal, ich kaufe den Majestic, ja, und ihr wollt den überhaupt gar nicht sehen oder so. Oder vielleicht interessiert es euch ja auch gar nicht, was da wirklich für ein LKW ist. Und ihr meint einfach, kauft doch irgendeinen. Hauptsache, du spielst das Spiel und unterhältst uns gut. Dann kaufe ich natürlich auch irgendwas. Aber zurzeit ist natürlich der Scania erste Wahl, weil natürlich der eine da geschrieben hat. Mal gucken, ob noch mehrere Leute da wirklich Feedback zu abgeben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, mal schauen, wie das so ankommt. Oh, es fängt da schneiden an. Dann wollen wir mal hier den Scheibenwischer benutzen. Wir müssen auf jeden Fall einen Spurwechsel machen. Das Auto ist weit genug weg. Jetzt hat er da vorne gerade erst das Licht angemacht, der alte Dussel. Jetzt hört man den Wind wieder. Finde ich absolut cool. Ich glaube, ich sollte ein bisschen runterbremsen. Ah, ja, bin ich wieder gerutscht. Ein bisschen auf jeden Fall. Könntest du jetzt da vorne mal Gas machen? Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt können wir wieder hoch beschleunigen. Echt eine Frechheit, manche Autofahrer. Oh, da war gerade ein Blitz. Habe ich mich erschrocken. Diese Animation natürlich jetzt nicht richtig passen, aber Kollege, schnürt zu, ich habe geblinkt. Und drüben gibt es auch noch eine zweite Spur, so wie das aussieht. Na, dann klären wir hier mal wieder mit Tempomat lang, so. Ja, ich bin gespannt, was ihr noch für Feedback mir da wirklich zu gibt. Ob wir nochmal mit, wie heißt es, mit Musik. Das suche ich auf jeden Fall noch raus. Ich habe mir schon ein bisschen schlau gemacht, wo ich Musik wegbekomme und so. Muss ich jetzt alles nur noch downloaden und was mir so persönlich gefällt. Natürlich werde ich da so, ich glaube, das sind so Game-Sounds etc. Ja, das werden wir uns natürlich dann mal anhören. Ihr könnt ja auch ein Feedback dazu abgeben, ob euch das gefällt oder halt nicht gefällt. Was halt toll ist in diesem Spiel, dass man halt beigehen kann und das halt in das Spiel einfügen kann, diese Playlist. Und man muss keinen Player auf dem Desktop laufen lassen oder geschweige irgendwas anderes. Und daher finde ich das schon sehr cool. Wir sollten wieder selber Gas geben und zwei runterschalten. Also er quält sich schon ganz schön, hier den Berg hochzukommen. Also schon ein ganz schöner Ömmel, dass er sich hier probiert hochzukommen. Ich weiß auch nicht, was wirklich
klüger ist, sage ich jetzt mal 100.000, ich glaube, kostet ungefähr der erste LKW, ob man sich diese 100.000 ersparen soll, also erfahren soll. Und dann erst... Eieieiei. Ob man sich die erfahren soll oder ob wir uns halt einen Kredit aufnehmen, das weiß ich noch nicht so ganz. Was fährt hier der andere LKW so übelst langsam? Also der ist ja mal richtig langsam. Donnerwetter. Entweder hat er keine Leistung und kommt hier den Berg nicht hoch, wenn das hier ein Berg ist. Boah, schon wieder geblitzt. Ja. Wir wechseln mal wieder die Spur. Auf jeden Fall ist das schon cool mit dem Windgeräuschen und so natürlich. Das muss ich wirklich mal sagen. So. Da kommt schon wieder der nächste langsame LKW. Na, den da links dürfen wir jetzt nicht küssen auf jeden Fall. So. Ja, auf jeden Fall, ich wollte unbedingt was erzählen, Leute, und ich weiß nicht, was ich euch erzählen wollte. Es ist einfach verschwunden. Oh, oh, oh. Komm, Gas gehen. Da hat er schon nicht mehr reagiert gerade. Wir müssen hier runter, ein bisschen anbremsen. Nehmen wir mal zwei runter und nehmen die Motorbremse. Autobahn ist zu Ende. Na komm, da vorne. Übertreib's doch nicht. Ja, ich fahre wieder mit selber schalten, natürlich. Das werde ich auch beibehalten. Ich finde sonst ist das Spiel ein bisschen öde. Die LKWs sind echt langsam. Wir müssen auf jeden Fall abbiegen. Wir müssen rüber. Ups, das war das, der falsche Knopf. Ne, der hat kein Navigationssystem hier an der Seite. Oh. Im achten ist wohl ein bisschen schlecht anzufahren. Oh. Da habe ich zu spät eingelenkt. Zwei könnt ihr immer schalten eigentlich. Nur wenn man natürlich nachher so eine alte Möhre kauft. Was weiß ich, mit 320 PS oder so. Da ist mir schon aufgefallen, dass bei manchen Ladungen, wo ich das persönlich gespielt habe, dass das nicht geklappt hat. Zu früh Corona geschaltet. So passt das schon. Ja, auf jeden Fall auch nochmal hier zur Info, warum DayZ nicht kommt. Weil wir uns wirklich gesagt haben, ey, DayZ, das ist jetzt so ein bisschen eintönig in dem Sinne. Und da haben wir uns überlegt, wir werden auf jeden Fall DayZ wieder spielen, wenn das Standalone auf jeden Fall da ist. Erster Aufenthalt in Bremen. Ich bin jetzt am überlegen, ob wir jetzt hier nicht links reinfahren und die LKW-Händler und das mitnehmen. Ich glaube, das werden wir auch mal machen. Wir haben noch genug Zeit. Fahren wir halt mal einen kleinen Umweg. Ja. Zieh du mir vor die Nase her. Wir haben eine Arbeitsagentur gerade entdeckt. Da kann man später die LKW-Fahrer halt einstellen.
So. Jetzt müssten wir hier gleich noch den LKW-Händler entdecken. Oder muss ich dafür auf den Hof fahren? So, ein DAF-Händler. Perfekt. Jetzt biegen wir halt einfach links ab. Gucken, ob das klappt. Ja. Es geht halt auch so. Empfehle ich euch auf jeden Fall, die Händler mitzunehmen. Hätte jetzt ja auch schon der erste Scania-Händler sein können, etc. Finde ich persönlich nicht verkehrt, die Händler gleich mitzunehmen. Wir müssen auf jeden Fall rüber. So. Noch mal richtig gehen jetzt hier den LK. Oh, da ist schon wieder rot. Oh. Ein zu weit runtergeschaltet. Hat er mal gerade übelst gebrüllt. Ich finde, glaube, der Ton vom LKW ist ein bisschen leise, ne? Machen wir mal so. Jo, das hört sich cool an, finde ich. Ist besser. So, wir müssen hier rechts drauf. So, wo müssen wir jetzt parken? Direkt hier links an der Seite. Ja, das sollte ja nicht so das Problem sein. Brems! Oh. So. Oh, der LKW, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ja schon gar nicht schlecht aus der Scania, ne? Geht schon. Boah, kriegen wir da schön gerade reingedrückt. Naja, nicht schön, aber selten halt. So, weiter geht's. Ausgezeichnet. Jawohl, ich glaube, wir erreichen Level 2. Jawolla. Neuling sind wir jetzt und haben eine Basisvergütung von 235 Kilometern. Kontostand von 3542. Erfahrungspunkte 235. Erfahrungsbonus Level 1 53 Euro. Und Bonus für Parken des Aufliegers nochmal 45 EP bekommen. Ja. Finde ich persönlich gar nicht schlecht. So, wenn wir jetzt hier die Klasse 2 nehmen, dann haben wir Klasse 2.1 entflammbare Gase, zum Beispiel actually, das Wort kann ich nicht aussprechen, oder Wasserstoff. Klasse 2 nicht zu entflammbare Gase, zum Beispiel Tiefkalt, Grasflüssigkeit wie Stickstoff oder Neon. Ja, entweder wir nehmen das, weil eigentlich ist ja unser Motto, wegen dem Dingens hatte ich ja gesagt, wir nehmen diese entflammbar. Oder wir gehen das erste Mal auf Fernfahrten. Wenn wir hier die ersten Rang nehmen, dann Lieferung bis 350 Kilometer, erhöht die Vergütung der Lieferstrecke über 250 Kilometer. 25 Erfahrungspunkte für Lieferungsstrecke über 250 Kilometer. Ich bin der Meinung, wir nehmen noch einmal dieses hier, weil die ersten Level gehen sehr, sehr schnell. Oder hochwertige Fracht, wenn wir da Rang 1 dem Auftragsangebot für hochwertige Frachten freigeschaltet, 5% erhöht. Erhöhung Vergütung für Auslieferung der hochwertigen Fracht, 80% Erfahrungsbonus für Auslieferung der hochwertigen Fracht. Dann hätten wir zerbrechlich,
Transport zerbrechliche Fracht freigeschaltet, 5% Erhöhung Vergütung für Auslieferung zerbrechliche Fracht. 22% Erfahrungsbonus für Auslieferung der zerbrechlichen Fracht. Ach komm, wir nehmen nochmal den. Und dann beim nächsten Mal, vielleicht schreibt ihr mir dann mal in den Comments, was man unbedingt lernen soll. Und deswegen sage ich, bis denne, bis zum nächsten Mal bei Euro Truck Simulator.